Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 vom Addictive Hof aus der Holzer Map. Wir werden uns heute darum kümmern, die Schweine an den Hof zu bringen, beziehungsweise ich werde fahren, ihr werdet mir dabei zuschauen. Und dazu nehmen wir uns hier erstmal unseren Brunau HSRB 5390, sprich unseren kleinen Viehtransporter. Ich habe ja extra einen etwas kleineren für den Hof hier zugelegt gehabt. Am Anfang, damit der auch nicht... Wir müssen nicht so viele Tiere... Wozu ein Riesenanhänger? Weil sie so ein Klotz dahinter hängen. Wozu? Ich habe nur ein paar Schweine, die ich holen will. Hier kommen ein paar Kühe rein später. Ist hier eigentlich Licht an? Nee. Habe ich Licht ausgelassen. Okay. Und deswegen, ich habe den hier im Rinderhof geparkt. Ich muss mal kurz gucken. Die Schweine waren eigentlich... Oh Gott, au. So weit, dass wir... Ja, Futter können wir. Vorbereitet ist. Stroh haben wir noch nicht. Wasser, gut, haben wir draußen im Anhänger stehen. Müssen wir da noch reinfüllen. Okay, ein bisschen Stroh ist hier schon. Okay. Wir werden von hier laden. Wir machen mal kurz Licht an. So, dass die sich... Eigentlich möchte ich die Tür und nicht... Ah. Kann ich da nicht die ganze Tür aufmachen? Moment mal, wir müssen mal kurz was gucken. Weil da müssen wir, glaube ich, reinliefern. So. So. Hat sich da gerade die Türklinke nachgezogen? Hä, von... Wieso geht von... Sehe ich das gerade richtig? Geht da quasi von außen... Nee. Okay. So, naja, auf jeden Fall. Die hier machen wir auf jeden Fall zu. So. Und hier machen wir jetzt das untere Teil auf. Hier kommen wir, bringen wir die Schweine gleich rein. Und dann müssen wir dringend noch zur Agrargenossenschaft, also zur Agroma, glaube ich, heißt es hier. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die haben noch unser Futter abgefüllt. Hatte ich ja in eine der vorherigen Folgen mal gesagt gehabt. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal. So, es steht 25 km/h auf dem Anhänger drauf. Ja. Wir fahren ja nicht wesentlich schneller. So. Wir werden mal gucken, beziehungsweise ich werde mal gucken. Ich habe... Zwei, drei Sorten Schweine in Aussicht. Ich muss mal kurz gucken. Also er hat alle da. Ich will ja auch nur so 10 Stück. Ich glaube, das ist zweimal fahren oder dreimal fahren. Dann sind, ist die Menge an Tieren drin, die wir haben wollen. Und müssen wir mal schauen. Ich liebäugel da so mit 2, 3 Rassen. Die eine ist ein bisschen produktiver. Die andere bietet ein bisschen besseres Fleisch. Also Reproduktionsrate ist da höher. Und... Die andere ist halt so ein bisschen gemütlicher, kostet dafür aber auch mehr und... So, dann wollen wir mal gucken. Können wir auch gleichzeitig mal mit unserem Messgerät beigehen und die Silageballen mal überprüfen, die da noch liegen. Normalerweise müssten sie in guten 2 Stunden fertig sein. Mit der Silage, also eigentlich im Laufe des Tages. Müssen wir mal gucken, wie weit die sind, die wir da jetzt aktuell beim Viehhandel noch stehen haben. Und dann sehen wir da mal weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss hier rein. So, und wenn ich es richtig weiß, muss ich rückwärts auf die Rampe zum Tierladen. Da muss ich gerne mal gucken, dass wir da... So... So, wo mal. So, okay. Gucken wir mal. Also, es war eigentlich geplant, entweder die Yorkshire,
sehr schnell wachsendes Tier mit hoher Fleischqualität. Es benötigt aber für den Ankauf ein geringeres Kapital. Ein höheres Kapital, passt schon. Dann haben wir ja hier noch Old Spot. Ist ein langsam wachsendes Tier, aber viel teurer im Ankauf als andere Rassen. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es dann hier vertauscht, der Text. Es ist sehr winterhart und ideal für den angehenden Landwirt. Also die Beschreibungen sind nicht ganz so praktisch. Berkshire Spotted und Berkshire. Bekannt für seine gute Fleischqualität. Es wächst relativ schnell und kann für einen geringen Betrag gekauft werden. Stimmt auch nicht ganz. Für das man einen höheren Geldbetrag benötigt, um es zu kaufen, es ist bekannt für sein schmackhaftes Fleisch. Also irgendwie sind alle so ein bisschen falsch beschrieben in der deutschen Übersetzung des Season Mods. Wir nehmen aber Yorkshire. Und jetzt gucken wir mal, wie viele überhaupt in den Anhänger passen. Vier Anhänger ist voll. Fünf. Okay. So, mal ganz kurz hier gucken. Dass das hier auch alles passt. Wir haben hier extra unsere Rampe. Das Gitter nicht nach hinten geklappt. Verdammt mich. Na egal, passt. Die stehen auf jeden Fall drin. Die nehmen wir mit. Passt. Gut, theoretisch hätte noch ein sechstes reingepasst. Da machen wir mal zu. Und hier auch. Achso, nee, Moment, hier nicht. So, Klappe ist zu. Machen wir die Funzel gleich mal an. Gucken wir mal ganz kurz, drücken wir mal hier den Knopf. Oh, die am Schlepper gehen. Die geht auch. Jetzt wollen wir mal. Ups, falsche Richtung. Kurz testen. So. 3 Stunden erforderlich. Okay. Da kommen wir dann also quasi morgen wieder und räumen die ganzen Ballen weg. Wir sind ja jetzt eh noch ein bisschen am Fahren. Ich werde jetzt, wie gesagt, zweimal holen wir uns jetzt die Schweine ab. Und danach schauen wir mal, dass wir uns ums Futter kümmern. Halten wir uns mal an die Geschwindigkeit mit den Tieren drin. Denk mal, ohne Tiere ist das nicht so dramatisch, wenn wir schneller fahren. Mit Tieren ist das allerdings, ja, nicht so gut, glaube ich. Ich meine, wenn die da durch die Gegend geschaukelt werden. Ich gucke auch, dass ich möglichst wenig scharf abbiege oder schnelle Lenkbewegungen mache. Lieber so ein bisschen Piano. Ich hoffe mal, da kommt jetzt gleich kein Auto, bis wir da vorne abbiegen müssen. So haben wir nämlich den Vorteil, dass wir da relativ human hinkommen. So. Na komm. Da wollte der Tempomat gerade nicht so, wie ich wollte. Erst lübt es. Dann haben wir jetzt, haben wir die Schweine endlich da. Da haben wir ein bisschen Leben im Stall. Wir haben jetzt zwar kein Stroh, da werde ich mal bei Schmiddis anfragen. Die müssten eigentlich. Ach, wir wollten ja auch gar kein Stroh. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir wollten ja eigentlich nur das Schweinefutter füllen wir rein. Und des Weiteren wollten wir ja mit Wasser hantieren, sodass wir Gülle bekommen. Und über die Rinder wollten wir dann ja mit Stroh arbeiten, die wir ja erst im Herbst uns holen, wenn quasi unsere Ernte durch ist und wir unsere eigenen Felder abgeerntet haben, sodass wir unser eigenes Stroh haben. Dann wollten wir eigentlich auch erst beigehen und wollten uns um die Rinder kümmern. So, Schafe, eigentlich eher weniger. Ich sage ja, wir müssen hier auch noch bei. Da werden wir, denke ich mal, demnächst jetzt auch anfangen, hier, wenn es aufgehört hat zu regnen. Schmiddi hat schon angefragt, ob ich meinen Tiertransporter mit einsetzen möchte, wenn wir seine Kühe umlagen, laden, lagern. Da werde ich natürlich mit dabei sein.
Habe ich schon gesagt, kann ich ihm sehr gerne zur Hand gehen. Wir haben ja nun mal unseren Tiertransporter. So. Soll ich mal gucken, dass wir hier... Okay, dann wollen wir die in den Hof bestätigen. Mach hier mal zu. Nö, das finden sie auf jeden Fall schon mal gut. Wir machen jetzt mal hier, bis wir die nächste Ladung bringen, machen wir hier mal zu. Ah, die fühlen sich da schon gut, wa? Ist halt, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie hier auf dem Spielstand, beziehungsweise auf der Holzer Map, nur in Anführungszeichen, nur in diesem Stall hocken. Ne? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, dass wir noch so ein kleines Außengehege haben, wo wir die Schweine rüberbringen. Und dass sie nur im Winter quasi im Stall sind. Aber gut. Kann ja nicht alles haben. So ein kleiner Auslauf wäre halt schön. Klar, der Hof ist realistisch und in Reell hat der wahrscheinlich, hat er da auch keinen Auslauf dran. Ich persönlich würde so einen kleinen Auslauf bevorzugen. Meine Sache. Also, ist mein Gedanke. Ich mag dieses, wenn du die Schweine draußen sind, sich suhlen können, etc. Und dementsprechend finde ich es dann schade, wenn sie im Stall hocken. So. Der ist frei. Auf. Holen wir die nächste dann. Dann haben wir 10. Dann haben wir 10 Schweine. Dann fahren wir danach durch und holen die Paletten ab, die ja bei der Agrargenossenschaft bereitstehen. Dann haben wir Schweinefutter da. Dann das ist noch eine Setzlingpalette bei mit Fichten, die ich bei mir noch ein bisschen setzen möchte. Und eine Palette Hühnerfutter, das nicht mehr ganz drauf gepasst hat. Da müsste ich eigentlich den MB-Truck nehmen, um die Palettenwagen abzuholen. Palettenwegen. Weil ich dann ja quasi mit dem Frontlader die letzte Palette noch mitnehmen könnte. Oder ich rufe mal nach... Nee, ich rufe nachher mal Lisa an. Doch, Lisa. Die ist im Moment mit dem Mercedes unterwegs, dann soll sie die Palette mitbringen. Das wäre vielleicht auch nochmal gar nicht mal so eine schlechte Lösung. Und ab fort. Weil die haben ja auf jeden Fall einen Stapler. Dann können sie ihr die Palette darauf verladen. Und dann können sie das mitbringen. Die kommt eher. Oder kommt sie überhaupt aus der Richtung? Warte mal, sie ist, ne? Normalerweise müsste sie vorbeikommen. Ich frage sie mal. Ansonsten soll sie eben den Umweg fahren. Ich meine, das ist ja, ganz ehrlich, selbst wenn sie von der anderen Seite kommt, das ist Umweg von 10 Minuten. Und dann haben die Hühner nämlich auch noch was zufrieden. Dann passt das. Dann haben wir die Hühner versorgt, die Schweine versorgt. Wir haben unsere Fichten, da werden wir uns die nächsten Tage darum kümmern, dass die in den Boden kommen. So ein bisschen dran gedacht, vielleicht, was die Wiese angeht. Um die Wiese rum vielleicht mal noch so ein bisschen Fichten zu pflanzen. Vorne am Eingang. Ist ein bisschen kalt und die Fichten können wir halt zur Not. Wachsen halt relativ schnell und wir können sie halt relativ gut fällen und verkaufen. Weil das schönes, langes, gerades Holz ergibt, hoffe ich. Und mal gespannt. Also, Setzlingpalette sollte dabei sein. Und ich glaube, auch wenn ich da jetzt mit dem MB-Truck hinfahre,
Ich glaube, der könnte mit den beiden Ballenanhängern voll beladen mit Paletten. Also ich meine, es sind insgesamt 12 Paletten. Ah, ich glaube 1000 Liter pro Palette. Also sprich quasi 11.000 Liter Schweinefutter und eine Palette mit Bäumen. Also müsste er eigentlich schaffen. Eigentlich müsste der MB-Traktor schaffen, aber ne, wir machen das anders. Weil ich habe den jetzt hier gerade eben Benutzung, der ist warm gefahren. Und dann lübt das. Ich hoffe mal, ich komme da mit euch heute noch hin. Tierversorgung wahrscheinlich eher weniger. Werden wir, denke ich mal, machen wir morgen mal ein bisschen Tierversorgung und dann weiter. Vielleicht können wir dann auch noch die Silageballen morgen loswerden. Den muss ich auch noch mitnehmen, der ist verkauft, der muss auch noch weg. So. Zack. Ah, den können wir noch ein bisschen rückwärts schieben hier. Und rüber mit euch. Bestätigen. So, jetzt haben wir hier 10 Schweine. Die sehen doch mal recht. Oh, du bleibst drin. Hallo, lass du mich mal, bitte, danke. Lass mich mal da. Ihr seid ein bisschen. Hallo? Hilfe! Gut. Okay, auf der Seite komme ich nicht durch. Ich muss hier durch. So. Zack. Mach hier mal das Licht aus. Guck mal, jetzt geht das oben auf. Ach. Hallo? Hilfe! Okay. Nein! Jetzt mal das Licht aus. Sind nur Lichtschalter. Mal das Licht aus. Geh doch. Das Problem mit den Türen. Das hier ist eine Tür des Todes. Okay. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal.